Leute, tanzt mit! Freunde, wir wurden wieder eingeknastet. Es ging alles nach hinten los und wir sitzen wieder im Knast. Herzlich willkommen zurück zu Henry Stickmin auf Steam. Du meinst Henry Stickmin auf Steam? Ja, auf Steam. Und heute werden wir aus dem Komplex flüchten. In Episode 4 fliegen der Komplex. Und ich weiß, dass es einige Schlinge von euch gibt, die sich hier permanent die Henry Stickmin-Folgen geben, ohne diesen Kanal zu abonnieren. Freunde, wenn ihr jetzt nicht abonniert, dann landet ihr auch im Komplex. Und wer will im Komplex landen? Niemand will Komplexe. Also drückt jetzt diesen Abo-Button. Die Glocke müsst ihr nicht mehr drücken. Kack auf die Glocke und ein Like lasst ihr da. Let's go. Wenn man Einbrecher auf Rish bestellt. Ach, huh. Alter, meine Frisur ist gar nicht so zerstört, wie ich es vermutet hätte. Hui. Let's go. Ich muss direkt dran denken, ne? Charaktere anzuklicken. Das sind wir. Hello, Henry. Grüß dich. Welcome to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. And now we have the infamous Henry Stickmin. You're going to be here for a long time. Grigori, take him. Den hätte ich anklicken müssen. You wait here until cell found. Okay. Die Russen haben uns offensichtlich und haben uns in die Wall gebracht. Das wohl berüchtigste Gefängnis, was es in der Henry Stickmin-Welt gibt. Und wir haben 4 neue Möglichkeiten und vor allem eine Frau an unserer Seite. Die perfekte Chance zu flüchten und dabei auch noch zu simpen und sich vielleicht auch mal ein schönes Date zu klären. Boost ab. Yo, das funktioniert? Als ob? Hä? Woran hab ich denn jetzt bitte meine Handschellen aufgemacht? Was ist das? Oh mein Gott! Wir haben ein Girl an unserer Seite! And I'm like, look at how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Leute, redet über WoW. Wow, es ist ein Wunder, dass wir noch auf keinen Fail gestoßen sind. Wir können ablenken, gleichzeitig downtaken. Wir machen mal den Tall Guy. Hey, buddy. Schade! Es hätte ja funktionieren können. Dann gleichzeitiger Takedown. Oh, das war stabil. If we can get you up there, you could get in and open this door. Ihre Stimme klingt irgendwie total falsch. Ich weiß nicht warum. Oh, ein technisches Gerät, Freunde. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Der Graviton 2.0. Die funktionieren nie. Was ist denn der Judo-Throw? Well, we tried our best. Ja, dann kannst du nur noch The Force sagen, als ob die Macht funktioniert. Als ob! Bing! Oh mein Gott! 1, 2... Oh mein Gott, ich hab fast alle erwischt. Ich hab fast alle erwischt, aber nicht jeden. Und hier auch noch? Oh mein Gott, ich hab safe welche verpasst. Okay, warte mal. One each. Ich nehme mal den... Die Armbrust? Granate. Ach so! Ah, sie und ich kriegen eine Waffe. Das ist ja mal cool. Dann Bogen und Sniper. LOL. LOL, das war ein 360. Wie man ihn quasi immer in... Kann ich das anklicken? Ja. Wie man ihn quasi immer in Call of Duty hat. Das ist auf MLG-Style. Rippen Pepperonis. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war cool. Das war verdammt cool. Okay, dann nehme ich Taser und Crossbow. Ach so, ich muss eins von oben und eins von unten nehmen. Dann nehme ich Granate und Taser. Oh, das hat uns wohl auch mitgesprengt. Taser und Sniper?
Lol, sie hat uns getasert, deswegen... Haben wir getroffen. Hey, I just grabbed these. Maybe they'll come in handy? I thought you press. Einfach vorbeilaufen. Regroup with a third floor. We'll help them clear out maximum security. What do you think? Da, I like. Who get the guards? Oh, Leute. Jetzt haben uns Verbrecher erwischt. Schade. Was ist Toss? We'll regroup with a... There is convict here. Get down on ground. Das hat funktioniert. Oh, boy. Hier ist zu viel zum Anklicken. Aber... Warte mal. Jemand hat sie gefangen genommen. Ich bin zu beschäftigt damit, alles anzuklicken. Das Knie. Ich habe beide erwischt. Schade. Okay, Adrenalin. ja, dann kannst du doch make a face sein. What, you think that will upset me? Oh, very much. Thanks, I guess. Now let's get out of here. Wir haben drei Wege. Einmal hier irgendwie an so, keine Ahnung, irgendwie an ich glaube, die haben einen Tunnel gebuddelt. Dann einmal durch den Zaun oder mit dem Laster raus. Ich bin für den Lastwagen. Alright, yeah, we're good. Sie haben keinen Fahrer. Lol. Okay, dann gehen wir durch den Zaun. Well, okay, dann gehen wir durchs Loch. Well, if it isn't heavy. There has not been an incident here in 50 years. And the day you show up, this happens. You are going to regret everything. Holy moly. Oh mein Gott! Voll romantisch! Convict Allies! Wir haben nicht nur das Gefängnis erfolgreich verlassen, sondern wir haben uns dabei auch noch eine gut aussehende Frau geklärt. I am the one, the way your son don't need a gun. Da muss ich direkt niesen. Fünf Endings gibt's und 11 Fails haben wir gesehen. Nicht schlecht! So, dann nehmen wir Charge Tackle als nächstes. Oh no no. Oh boy. Wir lassen das Girl einfach alleine. Speed Shoes. Ah, Sonic, das ist Sonic, glaube ich. Well. Warte mal, diesmal lasse ich die Zeit auch direkt ablaufen. Dann nehmen wir nämlich den Fail auch direkt mit. Well, I did my best. Okay, dann Akrobatik. Ich slide auf meinen Handschellen. Hier sind nochmal zwei Wachen. Nein! Wow! Ich slide. Ich mach mal wieder nichts. Ich glaube, den Timer auslaufen lassen ist nie eine Lösung. Ist aber cool, wenn es mal klappt. Geschenk! Wo ist der? Das ist Mario Kart 64. Jawohl! Sir, I got a message. Yes, go ahead. Yeah, it looks like Henry Stickman. Stickman. Yeah, Henry Stickman has escaped. You still there? Attention. We have an escaped convict. He was last seen heading towards the surface. Don't make me do this myself. Oh, was geht jetzt ab? Ist das? Das wirkt wie Fire Emblem. Warum auch immer da ein Typ mit Boxhandschuhen ist, da gehe ich hin. Das ist Punch-Out, oder? Schade. Gehen wir zum Panzer? Schade! Der Typ mit dem Schwert ist, glaube ich, auch nicht die Lösung. Ich probiere es trotzdem. Yo! Das ist schon wieder ein Videospiel, wo ich nicht weiß, was es ist. Doch, wir haben gewonnen! Ich weiß nicht, welche Videospielreferenz das war. Ey, wie viele Charaktere es hier gibt. Sandwich Truck oder Kostüm? Truck, oder? Jawohl! Oh boy, wir werden noch verfolgt. Aber wir haben das Mädchen jetzt komplett im Stich gelassen, ne? Oh shit, schießen!
Kein Treffer? Oh, verdammt. Vielleicht sollt ihr auf die Straße schauen. Ja, ich wollte gerade sagen, genau wie es in der Nachricht stand. Nein, ich hab aufs gleiche Schießen gerade eben schon mal gedrückt. Oh, verdammt. Moment, wait a moment. Was ist das? Fallschirm. Oh, well. Da waren 4 Charaktere, aber ich glaube, ich muss die alle anklicken. Moment mal. Ich nehme nochmal den Fallschirm. Oh, jetzt habe ich vergessen, irgendwas anzuklicken. Aber das ist auch ein einzigartiger Fail, den ich noch gebraucht habe. So, hier. Das. Weil hier waren nämlich 4 Charaktere und... Genau, den hatte ich noch nicht angeklickt. Dann kann es nur noch die dritte Option sein. Nämlich Slam. Oh, sheesh. Oh, boy. I have to say, Henry, I'm impressed. Really, I am. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got 2 options here, Henry. Ich lasse den Timer ablaufen. Stay in there, or you return with us back to the complex. What's it going to be, Henry? Well, that's just too bad. All right, everyone back to work. I will not forget about this. Die Zeit ablaufen war die Lösung dieses Mal. Presumed dead. Oha! Und ich habe gerade eben noch drüber geredet, ob es auch mal die Lösung sein kann, wenn ich die Zeit ablaufen lasse. Das ist ja crazy. Okay, aber ich gehe jetzt nochmal diesen Weg, den wir gerade gegangen sind. Ich will auf jeden Fall wissen, was hier mit den 3 Optionen passiert. Was macht der Warpstar aus Kirby hier? LOL, wir sind im alten Knast wieder. Oh mein Gott, der hat uns in den ersten Knast wieder gebracht. Was macht der Airbag? Nein. Und Surrender? Bringt das was? Oh, wir werden wieder zurück in den Wall gebracht. Oh, nee. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht, da wird die Story noch weitergehen. Dem ist aber nicht so. In Ordnung. Aber ich will auch noch die anderen Fails sehen, die wir hier haben. Weil hier haben wir zum Beispiel noch gar nicht Hide versteckt. Genutzt. Hide versteckt wahrscheinlich, oder? Oh, das ist eine neue Zelle. Hier haben wir noch nicht den Webthrow genommen, so Spider-Man-Style. Aber unsere Hände sind ja... Ich wollte gerade sagen. Wie sollen wir denn den Spider-Man-Move machen, wenn unsere Hände zusammengebunden sind? Toolgun! SV Cheats 1. No Clip. Das habt ihr nicht gesehen, weil es hinter meiner Facecam war. Hallo? You have been kicked from fleeing the complex for cheating. Das ist irgend so ein das müsste Counter-Strike, glaube ich, gewesen sein. Also dieses Menüfenster kam mir von der Farbe super bekannt vor. So, hier haben wir noch nicht die Tür ausprobiert. Okay, extrem dunkel hier. LOL, das ist Five Nights at Freddy's! LOL. Oh mein Gott, man kriegt sogar ein Achievement dafür. So, und hier haben wir noch nicht das Sandwich genutzt. Yo. Voll in die Klöten. Und das Kostüm? Hey, you wanna trade arts? Yours looks so nice. Frosty's escaping. Anscheinend ist auch der Schneemann hier in diesem Gefängnis eingesperrt. Cool. Damit haben wir schon mal alle Fails auf diesem Weg hier gesehen. Ich glaube, das ist mal cool, das mal gleich zu komplettieren. Dann schauen wir uns auch hier noch die anderen Fails an. Ablenken. Lol, der tanzt mit! Oh mein Gott, das war das Coolste, was wir bisher gesehen haben. Sau stark. So, und Bounce Bros. Well. Und hier noch ein letzter, und zwar Blend In. Hold the elevator? Thanks. Can you believe this inmate outbreak? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh yeah, we transferred from the 8th floor. Daud stand oben. Nice try, mates. Okay, und damit haben wir schon 2 von 5 Endings gesehen.
Und bevor wir jetzt den heutigen Part beenden, schauen wir jetzt auf jeden Fall auch noch kurz in die Achievements rein. Hier gibt es nämlich wieder einige. Das war Rise and Shine, Wake Up and Smell the Snow. Kein Schimmer, was das ist. Bruno, Getting Real Tired of Seeing the Sky. Oh, ich muss wieder irgendwo die Sonne, glaube ich, anklicken. Die Fresse kenne ich. Stuck the Landing, kein Schimmer, was das ist. Und die haben wir schon zwei. Hier gibt es noch zwei Secret Achievements und Waldorf. Kein Schimmer, was das ist. Echt kein Plan. Ich hab keinen Plan. Beim nächsten Mal gibt's aber bei Fliegender Komplex, meine lieben Freunde, die weiteren Endings und Achievements. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so war, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei der Henry Stickmin Collection. Euer Hübi.